Wir wollen auch wissen, was Sie eigentlich von Donald Trump halten. Oh, ich würde sagen, das ist ein demokratisch gewählter Präsident, der aber jetzt gerade ein bisschen Mühe hat mit der Demokratie. So, hallo meine lieben Leute, ich begrüße euch ganz herzlich bei Swissmim TV. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, beziehungsweise ich bin als Gast bei Ihnen, grüezi Frau Bundesrätin. Grüß euch, Herr Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte mich ganz kurz, bevor das Interview anfängt, noch bei LikeMag bedanken, wo mir dabei hilft, das Video zu realisieren, damit das Video am Schluss eine gute Qualität hat. Wir kommen gerade zum Thema, um was geht es eigentlich? Erleichterte Einbürgerung. Frau Sommaruga, was genau wird eigentlich bei dieser Initiative erleichtert? Nur das Einbürgerungsverfahren. Also die Voraussetzungen sind die gleichen, die sind streng. Man muss integriert sein, man muss zeigen, dass man in der Schweiz verwurzelt ist. Aber nachher dauert es nicht 2 bis 3 Jahre, kostet nicht Tausende von Franken. Das ist für junge Leute, denke ich, wirklich eigentlich etwas sehr Sinnvolles. Es geht ja nur um die seit 3 Generationen in der Schweiz leben. Die Leute machen eigentlich immer irgendwie so ein mega grosses Drama. Nein, wenn wir das jetzt machen, dann bekommen wir recht viele Einwanderer und all das. Besteht die Gefahr? Also, Einbürgerung hat mit der Einwanderung direkt nichts zu tun, weil wir reden ja hier von denen, die seit 3 Generationen in der Schweiz sind. Sie sind eigentlich die Enkel der Italiener, der Spanier, der Portugiesen, die damals in die Schweiz gekommen sind, geholfen haben, zum Beispiel Tunnel bauen, Strassen bauen. Und jetzt reden wir von den Enkeln. Die sind also hier geboren, in die Schule gegangen, machen Sport und spielen Schach. Und die sollen können, wenn sie gut integriert sind, ein einfaches Verfahren haben. Ja. Das finde ich gut. Also ich bin eigentlich weder links noch rechts, noch oben unten diagonal. Aber was mich stört bei dieser ganzen Sache, ist eigentlich die Plakatkampagne der SVP. Wieso lässt man eigentlich so eine Diskriminierung, so eine rassistische Kampagne überhaupt zu? Also es ist so, die Plakate haben mit der Abstimmung überhaupt nichts zu tun. Es geht ja nicht um Burka, sondern es geht um Denken. Also wirklich eben die schon so lange seit Generationen in der Schweiz sind. Ja. Aber wir verbieten in der Schweiz nicht Plakate. Ich denke, die Leute merken, wenn man keine guten Argumente hat, kommt man noch einmal mit der Burka hinführen. Aber es geht auch wirklich um die jungen Leute, die in der Schweiz ja einfach auch seit langem sind. Okay. Ich habe mich immer gefragt, wenn man in der 3. Generation eine Burka-Trägerin sehen würde. Also, Rütlis, wenn ihr eine Burka-Trägerin würdet sehen aus der 3. Generation, dann bekommen die von mir 2'000 Franken Finderlohn. Also, das ist garantiert. Meine nächste Frage wäre, die Leute, die sich hier einbürgern lassen. Jetzt besteht die Gefahr, man sagt, es besteht die Gefahr durch die erleichterte Einbürgerung, dass man die Leute wieder durchwinken. Wie stehen Sie zu dem? Ja, es geht überhaupt nicht ums Durchwinken. Also, da wird genau gleich geprüft, dass sie einfach nicht verschiedene Behörden, Kanton und der Bund. Aber der Bund geht sich erkundigen, zum Beispiel beim Jugendanwalt, hat da irgendjemand eine Straftat gemacht, dann kann er nicht eingebürgert werden. Allenfalls, wenn es Hinweise gibt, auch in der Schule, ist jemand negativ aufgefallen, zum Beispiel durch Äußerungen, wo man sieht, der respektiert unsere Gleichstellung nicht, die in der Bundesverfassung ist. Man geht selbstverständlich auch beim Nachrichtendienst nachfragen, ist da irgendjemand auf dem Radar gewesen, mit irgendeinem Gedanken gut. Okay. Es wird selbstverständlich überprüft, aber es ist ein einfaches Verfahren. Gut. Was ich jetzt so persönlich würde gerne wissen, ich habe bei mir im Einbürgerungstest sind Sachen gefragt worden, wie zum Beispiel der Höchstberg, Tiefsee in der Schweiz und keine Ahnung, braucht es eigentlich solche Fragen? Ich meine, irgendwie, egal jetzt, ob Schweizer, Ausländer, ob man das weiß oder nicht, wenn ich das jetzt weiß, das könnte ich ja auch auswendig lernen im Endeffekt. Bin ich dann integriert? Nein. Was würden Sie davon halten, wenn man die Leute eher würde, so Sachen, emotionale Fragen würde stellen, wie zum Beispiel, könntest du mit anderen Religionen klarkommen? Tolerierst du andere Menschen mit anderem Glauben? Und sollte man nicht lieber solche Sachen fragen? Ja, also das ist natürlich ganz eine wichtige Frage. Also welche Fragen gestellt werden beim ordentlichen Einbürgerungsverfahren, das entscheidet der Kanton. Und da fragen sie halt manchmal den höchsten Berg und den tiefsten See. Aber die Frage von der Toleranz gegenüber den Religionen, das ist absolut zentral. Das steht bei uns in der Bundesverfassung. Und eingebürgert wird nur, wer die Werte
Grundwerte von unserer Bundesverfassung auch teilt, also zum Beispiel Toleranz, Religionsfreiheit. Okay. So, kommen wir jetzt schon zu den User-Fragen. Ganz viele Leute würden gerne wissen, was sie von der Masseinwanderung halten. Eigentlich in allen Ländern ist es genau gleich. Wenn es in einem Land wirtschaftlich gut geht, dann hat es meistens mehr Einwanderung. Wenn es in einem Land wirtschaftlich schlecht geht, dann hat es keine Einwanderung, sondern Auswanderung. Mhm. Also eigentlich ist, wenn viele Leute kommen, das auch ein Zeichen, dass es uns wirtschaftlich gut geht. Es gibt Leute, die das Gefühl haben, es kommen jetzt zu viele, haben dann darum auch eine Volksinitiative angenommen im Februar 2014. Aber wenn man jetzt das letzte Jahr sieht, die Zuwanderung geht schon zurück. Mieten sinken wieder. Mhm. Ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt das, was das Parlament entschieden hat, machen, nämlich einen Inländervorrang. Also wenn eine Stelle offen ist in der Schweiz, dann soll man zuerst schauen, ist einer in der Schweiz, der eine Stelle sucht, und soll dann die Person die erste Stelle bekommen. Viele wollen auch wissen, was sie eigentlich von Donald Trump halten. Oder von seiner Art, Politik zu führen. Ja, ich würde sagen, das ist ein demokratisch gewählter Präsident, der aber jetzt gerade ein bisschen Mühe hat mit der Demokratie. Okay. Vielleicht sollte man einfach um ihn herum eine Mauer bauen. Das wäre vielleicht eine Idee. Wichtig ist im Moment, dass die demokratischen Strukturen, und Amerika ist ja eine der ältesten Demokratien, dass die Institutionen bleiben und stark sind, weil kein Präsident allein kann Entscheidungen fällen in einer Demokratie. Okay. Gut. Der Bayrami hat auf Facebook gefragt, was bedeutet Integration für Sie? Integration heisst, dass man dort, wo man lebt, sich daheim fühlt. Okay. Das heisst, also, manchmal ist das ganz banal. Es gibt ja auch ungeschriebene Regeln, zum Beispiel in der Wäschküche. Ich weiss nicht, ob Sie das auch haben. Es gibt so Regeln in einem Mietshaus, wie man miteinander umgeht. Also auch die ungeschriebenen Regeln kennen. Und das heisst, die Leute, die, ja, die in einem Land leben und sich daheim fühlen, müssen sich auch ein bisschen anstrengen. Aber natürlich auch die hier sind, müssen auch ein bisschen offene Arme haben und ihnen zeigen, wie man hier lebt, was unsere Traditionen sind. Und ich glaube, dann ist Integration etwas sehr Gutes. Finde ich auf den Punkt gebracht. Sehr schön. Shaila Vukalic würde gerne wissen, wieso gibt es keine richtige Plakatkampagne von der linken Seite, sozusagen eine Gegenkampagne? Das müssen Sie die linken Parteien fragen. Okay. Es ist auch immer eine Frage von Geld. Also, es haben nicht alle Parteien gleich viel Geld in diesem Land. Aber ich denke, es hat ja schon viele Leute, die in der Seite jetzt auch aktiv die Fragen von ihren User aufbringen. Es hat andere, vor allem Junge, die da sehr aktiv sind, weil sie merken, die erleichterte Einbürgerung, die Abstimmung, das ist eigentlich wirklich etwas für unsere Jugend. Eben, gell. Sonst machen wir es einfach in Zukunft. SVP macht es mit Burka-Plakaten, wir machen es mit Swissmeme, wir machen es mit Levi und wir zeigen unsere Werte auf unsere Art und Weise. Der Hans Rüdi würde gerne wissen, wieso braucht es überhaupt eine erleichterte Einbürgerung? Das ordentliche Verfahren ist halt so, dass es lang dauert. Es kostet auch, kostet unter Umständen bis 3'000 Franken. Und jetzt gerade Jugendliche, die eben seit 3 Generationen in der Schweiz leben, hier verwurzelt sind, die sollen können die Möglichkeit haben, schnelleres Verfahren und auch ein bisschen günstiger, weil wenn ihr zum Beispiel noch in der Lehre seid oder jetzt die Lehre gerade abgeschlossen habt, von wo nehmt ihr die 2'000-3'000 Franken für eine Einbürgerung? Darum gibt es die Möglichkeit von einer erleichterten Einbürgerung. Okay. Hans, du hast gehört. Sharon.Minasch würde gerne wissen, könnte Donald Trump der Schweiz Schaden zufügen? Das sind jetzt halt so durchmischte Fragen. Es geht nicht nur um die erleichterte Einbürgerung. Und darum kommt jetzt auch der Trump noch so oft vor. Ja, jeder Staat, der plötzlich ein bisschen von Grenzen zu machen, auch im Wirtschaftsaustausch, kann natürlich jetzt zum Beispiel auch der Schweiz schaden. Wir sind ja ein Land, das eine sehr offene Wirtschaft hat. Wir leben auch vom Export. Und wenn da plötzlich jemand von so nationalistischen Mauern aufbauen, dann kann es sein, dass es auch unsere Wirtschaftsgespüren bekommt. Ivana Bodenstricher-Watzka fragt auf Instagram, wieso kann man sich erst als dritte Generation erleichtert einbürgern lassen? Das hat das Parlament so entschieden. Man hatte ja schon mal eine Abstimmung gehabt, 2004, wo man für die zweite Generation etwas machen wollte. Die Bevölkerung hat es nicht abgelehnt. Okay, jetzt hoffen wir das mal, dass es wenigstens für die dritte Generation, 3 Generationen, muss ich das vorstellen, in der Schweiz ist, dass es für sie klappt. Der Schujolan würde gerne wissen, wie lange geht der Prozess von der erleichterten Einbürgerung? Vielleicht im Vergleich zu dem ordentlichen Verfahren. Ja, ordentliche Einbürgerung kann 2 bis
bis 3 Jahre dauern, weil eben verschiedenste Behörden involviert sind. Bei der erleichterten Einbürgerung geht man davon aus, dass es etwa 1 Jahr dauert. Es ist auch eine Kostenfrage, eben, ob es mehrere 1'000 Franken, 2'000 bis 3'000 Franken kostet. Erleichterte Einbürgerung sollte die 500 bis 1'000 Franken höchstens sein, aber sicher nicht mehr. Okay, ein Lehrlingslohn. Ja, es ist immer noch, es ist immer noch gut. Man will in der Schweiz keine automatische Einbürgerung. Das wird auch immer wieder gefragt bei der Geburt. Das will die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung nicht. Okay. Man will eine Prüfung. Man muss integriert sein, man muss es auch zeigen. Aber erleichterte Einbürgerung für die Jungen, ich glaube, in der dritten Generation, da gehen wir echt nicht zu weit. Gut. Freut mich, dass Sie sich Zeit nehmen, Frau Bundesrätin. Sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch. Das war es mit Mr. Swiss mit Mietz. Abonniert den Kanal, bleibt dran, bleibt sauber für eine saubere Schweiz.